Herzlich willkommen heißen hier im digitalen Raum zur Fachtagung gesellschaftlicher Zusammenhalt und Rassismus. Und wir freuen uns wirklich sehr über das außerordentlich rege Interesse an der Tagung und damit natürlich auch am Thema. Ich darf mich Ihnen kurz vorstellen. Mein Name ist Anne Tachirovic und ich arbeite als Geschäftsführerin am Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft, kurz IDZ. Und ich darf und werde Sie durch die nächsten 2 Tage begleiten. Für alle, die es nicht wissen, das IDZ ist eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung in Trägerschaft der Amadeo-Antonio-Stiftung. Und wir wurden als eine Konsequenz aus dem ersten NSU-Untersuchungsausschuss des Thüringer Landtages gegründet und konnten dann im August 2016 unsere Arbeit aufnehmen. Seit Juni 2020 sind wir auch stolzes Mitglied, stolzes Teilinstitut des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt, kurz FGZ. Und in diesem Rahmen findet die Tagung heute auch statt. Forschungsprogrammatisch beschäftigen wir uns im FGZ unter anderem, es gibt auch andere Themen, aber heute für die Tagung relevant möchte ich herausstellen, die Beschäftigung mit den Auswirkungen innergesellschaftlicher Inklusions- und Exklusionsprozesse auf gesellschaftlichen Zusammenhalt, besonders hinsichtlich der gesellschaftlichen Teilhabe und des Engagements marginalisierter Gruppen. Die Wunde wird immer bleiben, die heilt nicht. Und es wird auch nichts für die Heilung getan. Man hat zwar viel gemacht für die Aufklärung, aber es ist einfach kein Ende in Sicht. Warum tut man immer nur so, als habe der NSU aus 3 Leuten bestanden? Warum tut Deutschland so, als habe es kein Problem mit Rassismus? Dies beklagt Esimia Şimşek Demirtaş, die Tochter des vom NSU ermordeten Enver Şimşek, in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau anlässlich des 10. Jahrestages des öffentlichen Bekanntwerdens des NSU. 10 Jahre liegt das öffentliche Bekanntwerden des rechtsterroristischen und rassistischen NSU zurück. Vor 20 Jahren ermordete der NSU Abdurrahim Özidoğru, Süleyman Taşköprü und Habir Kilic. Es ist 5 Jahre her, seit bei einem rassistischen Anschlag in München 9 Menschen aus Einwanderer- und Sinti-Familien ermordet wurden. Und es ist noch nicht einmal 2 Jahre her, dass ein Mann in Hanau 9 Menschen aus rassistischen Motiven ermordet hat. Diese Ereignisse und gesellschaftlichen Entwicklungen zeigen die Dringlichkeit und Notwendigkeit der radikal rechten Landnahme, aber auch den Ungleichwertigkeitsideologien und ihren diskriminierenden Konsequenzen in der Gesellschaft entschieden entgegenzutreten. Solidarität muss als persönliche, aber auch als politische Verantwortung gelebt werden. Ich möchte an dieser Stelle aber nicht den Eindruck erwecken, als sei Rassismus nur im Grunde genommen ein Problem der Radikalen oder extremen Rechten, also eine individuelle Eigenschaft und kein System. Ich habe gerade lediglich sichtbare Höhepunkte beschrieben. Doch möchte ich mit den Worten von Daniel Guyamera, er ist der Vorsitzende von Each One Teach One, das ist eine Organisation zum Empowerment schwarzer Menschen in Deutschland, sagen: Rassismus ist Ideologie, Struktur und Prozess. Er findet sich also auf individueller, struktureller und institutioneller Ebene. Auch die nunmehr, wir können heute guten Gewissens sagen, vorherige Bundesregierung hat ein klares Signal gesetzt. Durch die Verabschiedung des Maßnahmenkataloges des Kabinettsausschusses zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus hat sie den Kampf gegen Antisemitismus, Antiziganismus, Moslemfeindlichkeit, antischwarzen Rassismus und alle anderen Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit auf die höchste Verantwortungsebene gehoben. Denn um Rassismus erfolgreich zu bekämpfen, werden mehr wissenschaftliche Daten und Erkenntnisse zu den Ursachen, Dynamiken und Funktionsweisen benötigt. So gewinnt auch endlich, möchte ich fast sagen, die sozialwissenschaftliche Forschung zu Rassismus in Deutschland aufgrund der jüngsten und jüngeren Ereignisse, politischen Ereignisse, zunehmend öffentliche Aufmerksamkeit, obwohl sie bereits seit Jahrzehnten vor allem in akademischen und aktivistischen Nischen existiert. Wir schätzen es daher außerordentlich, dass das FGZ in diesem Rahmen das Verbundvorhaben
Achtung, langer Name, Rassismus als Gefährdung des gesellschaftlichen Zusammenhalts im Kontext ausgewählter gesellschaftlich-institutioneller Bereiche ab dem kommenden Jahr durchführen darf und wird. Der Verknüpfung von Rassismus und interdisziplinärer Zusammenhaltsforschung wollen wir uns nun auch in den nächsten 2 Tagen aus verschiedensten Perspektiven widmen. Wir werden unterschiedliche Zugänge und Konzepte diskutieren und den Dialog mit jenen innerhalb, aber auch außerhalb der Forschungslandschaft führen, deren Lebensrealität durch Rassismus beeinflusst ist. Wir freuen uns auf viele interessante Gäste und wir freuen uns vor allem auch auf den Dialog mit Ihnen. Genau. Und nun kann ich zu den ersten Beiträgen, zu den ersten Grußworten schreiten. Fangen wir doch mit Herrn Dr. Klingen an. Darüber freue ich mich auch sehr. Und alle, die im FGZ-Kontext arbeiten, werden Herrn Dr. Klingen kennen. Ihn allen wird er ein Begriff sein, da er uns mit Rat und Tat von Anbeginn an zur Seite steht. Er ist im Referat Sozial- und Geisteswissenschaften im Bundesministerium für Bildung und Forschung tätig. Und innerhalb des Referates ist er unter anderem für die Themenfelder gesellschaftlicher Zusammenhalt, Demokratie, Friedens- und Konfliktforschung sowie gesellschaftliche Innovationsfähigkeit zuständig. Vor seiner Zeit beim BMBF war er 5,5 Jahre für den Wissenschaftsrat tätig. Bitte, Herr Dr. Kling. Ja, vielen Dank, Frau Tahirovic. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Mitglieder des FGZ, vor allem natürlich liebes Team des Standorts Jena. Es freut mich, dass ich direkt zu Beginn dieser Tagung auch ein paar Worte für das Bundesministerium für Bildung und Forschung sagen darf. Für uns als Mittelgeber ist es eine große Freude zu beobachten, wie das Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt, Frau Tahirovic, Sie haben das Kürzel schon eingeführt, FGZ, wie das FGZ an seinen insgesamt 11 Standorten die Arbeit aufnimmt. Jeder Standort bringt dabei ein eigenes Profil ein, eigene Akzente. Über Disziplinengrenzen hinweg, Themen- und Regionengrenzen hinweg entsteht so innerhalb des dezentralen Instituts ein Dialog. Ein Dialog, was gesellschaftlicher Zusammenhalt eigentlich ist, was er sein kann und sein soll, worauf er fußt und wie er sich stärken lässt. Das Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft als jener Standort des FGZ präsentiert sich jetzt mit seinem Profil heute und morgen in dieser Online-Tagung. Die Tagung steht ganz ohne überflüssige Schnörkel, möchte ich mal sagen, unter dem schlichten Titel Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Rassismus. Angelehnt an Horkheimer könnte man vielleicht auch sagen, wer vom gesellschaftlichen Zusammenhalt spricht, soll vom Rassismus nicht schweigen. Und genau das will diese Online-Tagung einlösen. Und so lässt sich vielleicht auch ein bisschen die Rolle des Jena-Standorts im FGZ beschreiben. Meine Damen und Herren, dass wir auch über Rassismus reden müssen, wenn wir vom gesellschaftlichen Zusammenhalt sprechen, ist offensichtlich. Als Gesellschaft insgesamt, mit der Wissenschaft als ganz wichtige Stimme. Wir stehen dabei noch ziemlich am Anfang. Viele lange Zeit marginalisierte Gruppen beginnen gerade erst Gehör zu finden. Viele Strukturen, Ursachen und Auswirkungen von Rassismus müssen wir überhaupt erst noch verstehen. Deshalb sind Veranstaltungen wie diese so wichtig für die Weiterentwicklung des wissenschaftlichen Diskurses wie auch des gesellschaftlichen Diskurses. Im Tagungstitel haben Sie zwischen gesellschaftlicher Zusammenhalt und Rassismus ganz neutral ein kaufmännisches Und eingefügt. Das öffnet Raum für sehr unterschiedliche Fragen. Ist Rassismus die Folge fehlenden Zusammenhalts oder verhindert Rassismus umgekehrt gesellschaftlichen Zusammenhalt, weil er nämlich immer auch Machtstrukturen zu zementieren und Durchlässigkeiten zu verhindern versucht? Und kann ein Ab- und ausgrenzendes Verständnis von Zusammenhalt Rassismus vielleicht sogar fördern? Viele dieser Fragen werden Sie in den kommenden beiden Tagen mindestens streifen und ich bin wirklich sehr gespannt auf die Annäherung an Antworten. Meine Damen und Herren, so unstrittig es ist, dass wir auch über Rassismus reden müssen, wenn wir von Zusammenhalt sprechen wollen, zumindest im demokratischen Spektrum, so unklar ist es auf der anderen Seite, wie wir es tun sollten. Wem schenken wir im über Rassismus sprechen wie viel Gehör? Welche Worte und welche Sprache wollen wir verwenden? Und wie definieren wir Rassismus dabei überhaupt? Wo verläuft die Grenze zwischen legitimen Meinungsäußerungen und fragwürdigen Verharmlosungen oder gar Herabwürdigungen?
Vor allem aber, wer soll und darf diese Regeln des Diskurses letztlich bestimmen? Sie merken, hier kommen wir nochmal zu einer ganz anderen, ja, zu ganz anderen Berührungspunkten zwischen gesellschaftlichem Zusammenhalt und Rassismus. Soll nicht nur, dass wir über Rassismus sprechen, sondern auch, wie wir über Rassismus sprechen, zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beitragen. Und was folgt dann daraus? Möglichst viele, vor allem bislang marginalisierte Stimmen, in den Diskurs zu integrieren. Oder umgekehrt, möglichst alles zu vermeiden, was gesellschaftliche Konflikte provozieren und emotionalisieren könnte. Ich bin gespannt, ob wir in den kommenden beiden Tagen auch zu dieser Beziehungsebene zwischen gesellschaftlichem Zusammenhalt und Rassismus kommen werden. Denn auch hier kann die Wissenschaft eine ganz wichtige ordnende und versachlichende Rolle spielen. Vielleicht muss sie es sogar. Vor diesem Hintergrund freue ich mich auf die Vorträge, auf die Gespräche, auf die Diskussionen und auf die verschiedenen wissenschaftlichen Perspektiven, die Sie auf das Verhältnis von Zusammenhalt und Rassismus richten. Ich freue mich also auf das Sprechen über Rassismus und auf das gemeinsame Nachdenken, wie dieses Sprechen aussehen soll. Vielen Dank. Vielen Dank auch Ihnen, Herr Dr. Kling. Nochmal kurze Frage an die Technik, Frau Heesen. Ich habe Sie noch nicht gesehen, aber man mag mich berichtigen. Ich habe Sie gesehen, sie ist jetzt im Raum. In Ordnung, dann darf ich jetzt Frau Dr. Heesen ankündigen. Und sie ist die Staatssekretärin im Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport. Und ich freue mich ganz besonders darüber, dass auch sie heute hier, zumindest am Anfang der Tagung, teilnehmen wird. Denn das Ministerium unterstützt das EDZ seit Anbeginn, also seit August 2016, sowohl finanziell, aber bisweilen sogar auch wichtiger, auch ideell. Frau Dr. Heesen ist zusätzlich zu ihrer Funktion als Staatssekretärin von der Landesregierung im November 2020 zur Landesbeauftragten für den Kinderschutz und die Bekämpfung sexueller Gewalt an Kindern ernannt worden. Das ist eine Funktion, die gab es vorher nicht. Deswegen war es mir ein Anliegen, das auch nochmal herauszustellen. Und nun darf ich Sie bitten, Frau Dr. Heesen. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt hier noch die Gelegenheit habe, ein kurzes Grußwort zu sprechen und bedanke mich herzlich für die Einladung. Ich möchte auch Grüße von Herrn Holter überbringen, dem das Thema auch sehr am Herzen liegt. Ja, ich sehe jetzt natürlich nicht alle. Ich habe aber die Information, dass Herr Quent dabei ist. Also sehr geehrter Herr Quent, sehr geehrter Herr Klingen, den haben wir, glaube ich, gerade eben schon genau gehört. Also auch von Ihnen habe ich jetzt noch was mitbekommen auf diese Art und Weise. Liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer. 2020 zählte das Bundeskriminalamt 2.899 rassistische Straftaten. Das ist ein Anstieg von fast 40%. Und dazu muss man ja nochmal sagen, dass es ja doch einen starken Verdacht gibt, dass nicht alle tatsächlich rassistisch motivierten Straftaten auch als solche vollständig erfasst werden. Hinzu kommen natürlich noch Taten, die überhaupt nicht zur Anzeige gebracht werden. Auch der Thüringen-Monitor, der letzte Woche veröffentlicht wurde, wie diese Woche vorgestern veröffentlicht wurde, zeigt, dass es nicht nur bundesweit, sondern eben auch in Thüringen ein handfestes Problem mit Hasskriminalität und rassistischen Einstellungen gibt. Natürlich sind wir uns alle darin einig, dass rassistisch motivierte Straftaten verfolgt und bestraft werden müssen und dass wir alles tun müssen, um rassistische Einstellungen zurückzudrängen. Über das Ziel sind wir uns, glaube ich, einig und ich denke, es besteht auch Konsens, dass wir das in der Vergangenheit vernachlässigt haben oder vielleicht nicht wir Einzelne, die wir jetzt hier an dieser Tagung teilnehmen, aber doch staatliche Stellen und ich würde so sogar sagen, auch die Mehrheit der Gesellschaft hat in der Vergangenheit zu oft nicht genau hingeschaut, nicht genau zugehört, zu häufig rassistische Einstellungen verharmlost. Ich glaube, es gibt auch immer noch zu häufig die Scheu vor der Auseinandersetzung. Das hat uns nicht nur, aber zumindest mit sehr hoher Aufmerksamkeit und sehr deutlich die Aufklärung der NSU-Verbrechen gezeigt.
Das heißt, wir müssen immer wieder neu uns klar werden und immer wieder neu auch darüber sprechen, dass rechter Terror nicht in der Vergangenheit liegt, sondern auch heute noch stattfindet. Wir müssen sehen und eingreifen, wenn Opfer in rassistischer Weise verdächtigt und die Rollen umgekehrt werden und der Staat, das heißt, in dem Fall bin ich ja Teil der Regierung, Teil des Staates, muss darauf achten, dass die Ermittlungen offen geführt werden und dass dem Verdacht nachgegangen wird, dass hier rassistische Motive vorliegen könnten. Ja, das ist, glaube ich, soweit alles Konsens. Jetzt ist die schwierige Frage, was können wir denn jetzt tun, um wirksam rassistische Tendenzen einzudämmen? Wie können wir die Antirassismusarbeit verbessern? Es gibt da sicherlich nicht den einen goldenen Weg und es ist ja auch die schwierigste Aufgabe, würde ich sagen, aus dem Kreis derjenigen, die sich einig sind, herauszutreten und wirklich die Menschen zu erreichen, die entweder klare Rassisten sind oder die sich nicht bewusst sind über die rassistischen Grundgedanken, die sich in vielen aus ihrer Sicht wahrscheinlich harmlosen Äußerungen dann doch verbergen und die natürlich ein Klima schaffen, in dem der Terror gut gedeiht. Das heißt, wie schaffen wir es aus unserer Gruppe heraus, tatsächlich in die Zivilgesellschaft zu treten und dort Diskurse zu führen und Bewusstsein zu verändern? Ich habe eben schon gesagt, wir müssen natürlich, wenn es zu Straftaten gekommen ist, aufklären, aber das ist ja nicht das, was wir wollen. Wir wollen ja verhindern, dass Straftaten überhaupt geschehen oder auch unterhalb der Schwelle von Straftaten ein rassistisches Klima herrscht. Wir haben dazu eine Vielzahl von Programmen und ich bin jetzt hier und darf zuhören und zu Ihnen sprechen, weil in meinem Haus das Landesprogramm für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit federführend betreut wird und deshalb also hier im Bildungsministerium Projekte zur Stärkung demokratischer politischer Kultur gefördert werden. Und in diesem Rahmen haben wir auch das IGZ schon lange begleitet und sehen mit großer Freude, wie sich das entwickelt und eigentlich über uns schon längst hinausgewachsen ist. Wir finden diese Tagung hier auch besonders gut und insgesamt die Arbeit, weil wir sehen, dass für aktive Menschen in der Zivilgesellschaft es auch immer wieder wichtig ist, sich wissenschaftlich rückzuversichern. Die brauchen Kenntnisse, die brauchen wissenschaftliche Fundierung, die brauchen wissenschaftliche Ideen für den Umgang mit Alltagsrassismus, mit rassistischen Phänomenen, um evidenzbasiert, strukturiert und wirksam arbeiten zu können. Insofern ist also nach unserer Überzeugung eine Brücke zwischen der Forschung und der Zivilgesellschaft hin und zurück begehbar sozusagen sehr wichtig und stärkt unbedingt die Antirassismusarbeit. Und hier sehen wir, dass das IGZ sich zu einem ganz wichtigen Knotenpunkt entwickelt hat. In die Zivilgesellschaft hinein, aber auch wieder zurück in die akademische Welt. Für die Aktiven vor Ort ist das Institut ein gut erreichbarer Kontakt und in der akademischen Welt bietet das IGZ die Rückkopplung an die Zivilgesellschaft. Diese Mittlerposition hat lange gefehlt und ich bin sehr froh, dass die Kolleginnen und Kollegen diese Position jetzt nicht nur sehr kompetent, sondern auch wirklich sehr engagiert ausfüllen. Das ist nicht einfach, diese Brücke zu sein und das auch noch mit wissenschaftlichem Anspruch zu machen und gleichzeitig die Zivilgesellschaft dabei immer wieder mitzunehmen. Und ich freue mich sehr, das haben wir auch an dem Vortrag oder den Grußworten von Herrn Klinger schon gesehen, dass das auf Bundesebene inzwischen auch gesehen und anerkannt wird. Seit 2020 ist das Institut einer von 11 Standorten des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt und wird vom BMBF gefördert. Das freut uns sehr. Ja,
Mit dieser Fachtagung Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Rassismus tragen Sie wieder zum wechselseitigen Transfer bei. Ich habe noch einiges von den Worten von Ihnen, Herr Klinger, mitbekommen. Es ist natürlich tatsächlich interessant, einfach ein Und zu wählen. Dann hält man sich wirklich sehr viel offen. Kann man alles mitmachen. Das ist, glaube ich, für so eine Tagung das nächste Gedanke. Man könnte ja sofort unter Umständen jetzt ganz provokant könnte man ja auch sagen, Rassismus entsteht da, wo eingeschworene Gemeinschaften zu fest zusammenhalten und meinen, es müsste jetzt diese Homogenität und dieser Zusammenhalt bewahrt und bloß nicht durch Heterogenität und Fremdes gestört werden. Also man kann wirklich von bis alle Assoziationen in diesen Titel reinbringen und sicherlich sehr viel Anstoß geben zu spannenden Diskussionen. Deshalb also wünsche ich Ihnen allen eine sehr spannende Tagung. Ich hoffe, dass Sie viel wissenschaftlichen Austausch haben und ich weiß aber, dass natürlich in diesem Arbeitsfeld Sie auch sehr viel immer wieder zu tun haben mit Anfeindungen selbst und Schwierigkeiten, die Ihnen in Ihrer Arbeit gemacht werden. Und ich weiß, dass dann solche Treffen auch immer helfen, um sich gegenseitig rückzuversichern und zu wissen, dass man Teil einer Gemeinschaft ist, die auf dem richtigen Weg ist. Das ist jetzt natürlich durch Zoom anders, als wenn man sich in echt treffen und gegenseitig den Rücken stärken kann. Aber ich hoffe, dass auch in diesem Format nicht nur der rein fachliche Austausch, sondern auch die Vergewisserung, dass Sie mit Sicherheit das Richtige tun und trotz aller Anfeindungen es sich lohnt, dass Sie Ihre Arbeit machen. Ich hoffe, das gelingt Ihnen auch auf dieser Tagung. Also ich wünsche Ihnen eine bereichernde Tagung in jeder Hinsicht. Vielen Dank. Vielen Dank Ihnen, Frau Dr. Hesen. Und so haben wir ja gemerkt, es hat sich wirklich auch gelohnt, darauf noch zu warten, auf ihr Grußwort. Vielen Dank für die unterstützenden Worte und auch für den Problemaufriss, den Sie eben kurz gemacht haben. Mit Blick auf die Uhr hatte ich schon auch die Nachricht bekommen, Matthias Quent, ja oder nein, aber ich denke, ich fände es gut, du könntest die Tagungsteilnehmenden zumindest kurz begrüßen, bevor wir dann in den Vortrag von Frau Manuela Bojagiew einsteigen können. Also kurz noch, Matthias Quent, bitte. Kurze Worte, alle anderen habe ich eingeführt. Moment, so viel Zeit muss sein. Matthias Quent ist seit 2016 der wissenschaftliche Leiter und Direktor des IDZ. Seit April 2021, seit April diesen Jahres, hatte zudem eine Professur für soziale Arbeit an der Hochschule Magdeburg-Stendal inne. Wir freuen uns sehr. Bitte schön, Matthias. Ja, guten Morgen. Herzlich willkommen an alle Teilnehmende, liebe Frau Hesen, lieber Herr Kling, liebe Kolleginnen im FGZ und auch im IDZ, liebe alle, die diese Tagung heute vor allem auch auf die Beine gestellt haben und im Hintergrund die notwendige organisatorische und auch inhaltliche Vorarbeit geleistet haben. Vielen Dank auch an alle, die heute und morgen referieren werden, sich einbringen werden. Ich werde es wirklich ganz, ganz kurz machen, weil ich viel gespannter darauf bin, was in den inhaltlichen Panels zu hören ist, diskutiert wird. Ich nur auch vielleicht die zwei Hinweise darauf, dass ich ja sehr erfreut zur Kenntnis genommen habe, wie der ambivalente Titel doch schon zum Nachdenken angeregt hat, denn genau in diese Richtung soll es auch gehen. Das wollen wir diskutieren. Herr Kling hat dieses schöne Horkheimer-Zitat gebracht, man kann nicht ohne über gesellschaftlichen Zusammenhalt, wer vom Rassismus nicht reden will, der sollte auch zum gesellschaftlichen Zusammenhalt schweigen. Ich glaube, das ist eine durchaus möglicherweise auch streitbare These innerhalb des FGZs, wenn wir uns die Entwicklung des Instituts so anschauen. Und genau das macht aber auch eine Stärke des wissenschaftlichen Erkenntnisprozesses aus, Dinge zu erweitern, zu reflektieren, neu zu verorten. Es wurde angesprochen, ja, gerade auch im Hinblick auf rechtsradikale Anschläge auf Vorfälle in der Gesellschaft wurde in den vergangenen Jahren der Rassismus stärker thematisiert in einer Art und Weise, die sowohl aus den Bewegungen als auch aus der Wissenschaft, aber auch aus der Politik angesprochen wurde. Noch vor wenigen Jahren
hat man, wenn man sich wissenschaftlich versucht hat, mit Rassismus auseinanderzusetzen oder auch mit Rechtsextremismus den Rat bekommen, also das doch lieber sein zu lassen. Damit könne man keine akademische Karriere machen. Ich freue mich sehr, dass wir heute in dem Kreis der Referierenden auch viele Menschen haben, die sich durchaus seit Jahren mit Rassismuskritik, mit Rassismustheorie auseinandersetzen. Ich freue mich besonders, dass Manuela Bojadjiev da ist und uns gleich einen spannenden Einblick geben wird in die Geschichte von Rassismusforschung, Ansätze und Fragen. Wie kann man das zusammendenken? Der Bundespräsident Steinmeier sagte im vergangenen Jahr, es reicht nicht aus, kein Rassist zu sein. Wir müssen Antirassisten sein. Ein hoher Anspruch, den Herr Steinmeier hier hervorgebracht hat im Original. Auch er hat sein Zitat abgewandelt. Das Diktum stammt im Original von der Bürgerrechtlerin und Philosophin Angela Davis, die sagte, in einer rassistischen Gesellschaft reicht es nicht aus, nicht rassistisch zu sein. Wir müssen antirassistisch sein. Und diese Auseinandersetzung, dieser Vorwurf, vielleicht auch dieser Befund, in einer rassistischen Gesellschaft zu leben, ist eng verknüpft mit der Frage der Konstitution von gesellschaftlichem Zusammenhalt und auch der Gleichzeitigkeit sozusagen dieser beiden Aspekte von Zusammenhalt und Rassismus, wie sie möglicherweise aufeinander oder eben auch nebeneinander wirken können und ob man das eine beforschen und diskutieren kann, ohne sich mit dem anderen zu beschäftigen. Wir wollen in der Tagung diskutieren, wie können sich Rassismus und Zusammenhaltsforschung gegenseitig bereichern? Wo liegen überhaupt Punkte von Nähe und von Distanz? Frau Hesen hat die Frage bereits gestellt. Hält vielleicht auch Rassismus eigentlich die Gesellschaft zusammen oder hat sie doch zumindest in der Vergangenheit zusammengehalten und ist dabei unsichtbar geblieben? Muss Rassismuskritik nicht vielleicht auch den Zusammenhalt stören? Und wie könnte ein antirassistischer gesellschaftlicher Zusammenhalt überhaupt aussehen? Wir freuen uns heute mit der Tagung, einige Impulse für diese Debatte, für diese wichtige Debatte geben zu können. Das ist wie immer im wissenschaftlichen und auch im diskursiven Prozess natürlich nicht das Ende vom Lied. Anna Tahirovic hat angesprochen, auch die Forschung in Förderung des Bundesinnenministeriums zu Rassismus in Institutionen beginnt am FGZ eigentlich erst im nächsten Monat so richtig. Aber als Querschnittsthema spielt dieser Zusammenhalt, diese Fragen bei mehreren Standorten, nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Standorten natürlich auch schon vorher eine Rolle. Ganz herzlichen Dank. Schön, dass Sie dabei sind. Ich freue mich auf zwei spannende Tage und übergebe an dieser Stelle wieder zu Anne.